Ja, jetzt ist genau das eingetreten, was ich eben gar nicht sehen will. Und ich hatte mir die ganze Zeit immer wieder vorgestellt, was passiert, wenn so ein Auto in ein Wildtier reinknallt. Die rasen hier wie die Bekloppten, also wirklich mit weit über 140, vielleicht auch mehr, wird hier gefahren. Ja, und jetzt vor 20 Minuten ist das hier passiert. Etwa, ich war ungefähr 300 Meter hinter dem Auto, habe den Knall gehört und kam dann hier ran und dann hielten schon zwei Autos. Der eine war vorne dann dementsprechend kaputt und der Bär ist tot. Man fährt einfach weiter. Kann ich nicht, begreife ich einfach nicht. Das ist.